Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Civilization Beyond Earth. Beim letzten Mal mussten wir ja leider miterleben, dass uns die Amerikaner wieder angegriffen haben und uns wieder den Krieg erklärt haben. Leider, also ich habe ja nochmal drüber nachgedacht, wie das so jetzt ist mit den Amerikanern da. Hier, Fidel greifen sie gerade wieder an. Ja, da kann man wohl nichts dagegen machen. Das ist so. Wir haben nicht die wirtschaftliche und produktive Macht, dagegen anzugehen. Das haben wir ja ohnehin schon mal versucht und sind kläglich daran gescheitert. Also, so ärgerlich das auch ist, nee. Wir müssen das wohl hinnehmen. Also, was anderes bleibt uns nicht übrig. Wir sind einfach die Schwächeren und das werden wir auch bleiben. Da können wir uns nicht herausarbeiten. Ich kann nur eins machen. Beim nächsten Mal, wenn ich also ein neues Spiel anfange, dass ich da von Anfang an grundlegend anders vorgehe, da muss ich mir dann nochmal Gedanken dazu machen, aber hier in diesem Spiel wird das leider nichts mehr. Also ich rechne damit, dass wir Fidel ja auch wieder aufgeben müssen. So leid es mir tut, aber das ist nun mal so. Wir haben dagegen ein Ziel, sehen wir uns das nochmal an. Moment, Transgenetik, genau. Das war's, wir müssen, Moment, jetzt habe ich, das war ja auf diesem Kassenzettel, wo ich diese drei Wissenschaften aufgeschrieben habe. Jetzt sind die weg, okay. Dann muss ich das nochmal. Genau, hier. Ah, das war F8, war das doch, ne? Oder F10? Na egal. Hier, wir wollten die Transzendenz machen. Da brauchen wir drei Erforschungen, zumindest soweit wir bislang wissen. Die Transgenetik, die erforschen wir gerade. In 11 Runden ist das soweit. Dann die Schwarmintelligenz. Das dauert auch noch 15 oder 14 Runden oder so. Sehen wir uns das mal an. Künstliche Intelligenz, da unten müsste das sein. Hier die Schwarmintelligenz. 13 da unten noch, genau. Und hier die Nanorobotik. Da müssen wir erst die Nanotechnologie und dann die Nanorobotik. Wenn wir diese drei, also vier mit dem hier, weil wir das ja vorher machen müssen, wenn wir das haben, könnte es schon soweit sein. Aber ich vermute, dass, das habe ich ja letztes Mal auch schon angesprochen, dass da noch irgendwie ein Stadtausbau oder so sein muss. Okay. Mit unseren Finanzen sieht es auch einigermaßen vernünftig aus. Wir haben zwar nicht viel und die Einnahmen sind auch nicht gerade viel, aber egal. Gut, machen wir jetzt einfach weiter und dann naja, sehen wir eben zu, wie Fidel wieder fällt. Wir könnten nochmal den Amerikanern einen Friedensvertrag anbieten. Aber ja, versuchen wir es einfach mal. Die werden uns immer wieder angreifen hier. Die mögen uns hier nicht und deswegen wird das nichts werden. Denn die Stadt ist ja auch immer noch da und wächst weiter. Ja, komm her. Vielleicht kriegen sie die Sache sogar noch platt. Könnte ja fast sein. Naja, die Berechnung geht weiter. Der ist hier schon angeschlagen, dann schießen wir da gleich nochmal zurück. Aber ja, die haben wahrscheinlich in der nächsten Runde... Wieso fahren die jetzt weg? Na, weiß ich nicht. Oh je, jetzt werden wir auch da noch angegriffen. Ja, das überleben wir aber nicht. Was denn? Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wie es da oben ausgeht. Also das nervt echt. Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Oder ausgeschalten. Nee, wir haben es sogar noch überlebt. Wir haben es sogar noch überlebt. Dann bombardier den nochmal. So. Okay, und jetzt lassen wir den da einfach mal sitzen. Das hat eine Ewigkeit gedauert, bis wir den hatten. Ja, aber diese blöden Viecher mussten auch mal weg. Okay, also jetzt da unten. Wo ist er denn? Ach da, der wurde angegriffen. Und da stehen auch welche. Wo kann er denn hingehen? Nein, du hier. So, jetzt. Er kann da hingehen. Und da, ach, da ist sowieso versperrt. Ah, okay, und da kommen wir auch nicht durch. Ja, also... Dann geht es da ja sowieso nicht weiter. Ja, dann ist die Frage, ob wir die Einheit vielleicht einfach auflösen. Die kostet auch Unterhalt. Naja, fahren wir sie mal dahin. Also ich will sie eigentlich nicht auflösen. Aber andererseits, wozu könnten wir sie gebrauchen? Übers Meer schicken? Welche Einheit benötigt jetzt Befehle? Aha, Bautrupp. Lassen wir es einfach nochmal. Auf die kommt es ja nun auch nicht an. So, was haben wir hier? Den Bautrupp. Da sind jetzt zwei Leute am Arbeiten. Okay, einmal da und einmal da.
Da, weg. Moment, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Ja, genau, da. Okay. So, dann schicken wir den nochmal dahin. Hallo Bautrop, fahr doch einfach mal dahin. So. Was kann man da jetzt machen? Biobraunen. Oh, das wäre interessant. Aber der kostet 2 Unterhalt, ne? Was ist das für ein Gelände? Ebene, Hügel, Fluss. Ich bin immer noch verwirrt, dass das eine Ebene und ein Hügel sein kann. Das widerspricht sich ja. Naja, gut. Also. Eine Farm. Kostet keinen Unterhalt, macht auch nur plus 1. Was haben wir da bislang? Eine Produktion und eine Energieeinheit. Ja, wir bräuchten Nahrung. Allerdings mehr Produktion wäre auch nicht verkehrt, indem wir da eine Mine hinbauen. Ach, machen wir das mal. Soll er mal eine Mine hin? Und da haben wir Kupfer, Grasland und Miasma, genau. Und danach soll hier das Miasma entfernt werden. Und das dauert aber jetzt noch 5 Runden. Ja, okay. Und da können wir noch nichts machen, aber bald. Ja, aber da ist anscheinend, also nicht anscheinend, sondern offensichtlich, das sieht man ja, nicht so viel zu tun. Da kann man, ja, okay, aber das wussten wir ja von Anfang an, dass das eine karge Runde ist, eine karge Gegend. So, dann gehen wir mal auf den hier, den könnten wir platt kriegen. Nö, tun wir aber nicht. Da oben, nö, also tut sich alles nichts. Naja, die haben in der nächsten Runde sowieso Fidel, wenn sie denn wollen. Wie wäre es denn? Also ich meine, wenn sich die nicht zurückziehen, machen die Fidel platt. So, und das ist sicherlich ihr Ziel, dass sie das tun. Da wäre es interessant, ob wir vielleicht... Ne, Moment, das muss man hier machen, dass man Gebäude verkauft. Zum Verkaufen klicken. Da kriegen wir noch 15. 15, 23, 18, 20. Ja, okay, schön und gut, aber 3 untätige Bürger. Mhm. Die würden eben da und dann da arbeiten, aber da stehen ja die Einheiten und woanders können wir sie nicht hinsetzen. Was sowieso irrelevant ist. Nee, komm her. Drauf geschissen. Nee. Muss ich jetzt auch nicht. Ich muss mich ja nicht gleich selbst vernichten. So, Runde beenden. Obwohl es im Prinzip sinnvoll wäre, das noch zu verkaufen. Aber nee, das will ich nicht. Im nächsten Spiel werde ich... also ja, da werde ich mir sowieso... Oder bevor ich das anfange, werde ich mir sowieso noch was einfallen lassen. Mit welcher Zivilisation ich spielen will und so weiter und so fort. Die Stadt Fidel leidet Hunger. Ja, das ist... kein Wunder. Okay, da... Ach, da ist ja schon einer. Der ist da jetzt gerade angekommen, so wie ich das sehe. Ja, da bauen wir eine Ölquelle. Und was würde... Ach so, Magbahn. Eine Mine kann ich da gar nicht bauen. Was ist jetzt eigentlich das hier? Sehen wir es uns mal genauer an. Terra-Landschaft bauen. Dauert 15 Runden. Änderungen an diesem Geländefeld. Wir kriegen 2 Nahrung, 2 Energie, also 2 Produktion, 2-mal Kultur, aber müssen 1 Energie dafür bezahlen. Ne, Änderungen. Aha, wir kriegen 1 weniger. Das heißt, wir behalten noch 1. Jetzt, wenn ich mit dem Finger hindeute, bringt das ja nichts. Dann haben wir insgesamt... 2 Nahrung, 3 Produktion, weil eine ja schon da ist, 2 Kultur und 1 Energieeinheit. Und müssten wir das Ganze einen Unterhalt von 6 bezahlen. Mhm. Ja, da unten steht also, was wir zusätzlich kriegen. Und da oben, ja gut, da steht das gleiche im Prinzip ja nochmal. Änderungen, ja, das ist dann schon berechnet. Okay, sowas kann man da machen, aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum das 6 Unterhalt kostet. Ich meine, was wir da kriegen, das ist schon ganz in Ordnung, aber... Ja, muss man eben sparsam einsetzen dann. Aber hier... Achso, können wir das sowieso nicht machen? Weil es absolut keinen Sinn macht. Okay, wir bauen da eine Erdölquelle. Und können schon in die nächste Runde gehen. Ach, wir wollten ja einen Friedensvertrag anbieten. Genau, probieren wir das mal aus. Jetzt klicke ich mal auf eine andere Stadt. Das geht auch. Haben Sie den Kampfgeist verloren? Ja, wir hatten den nie in dem Fall. Frieden ist ausgeschlossen. Vielleicht ein andermal. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Gut, reden wir die Runde. Ja, ich meine, die stehen sowieso kurz vor ihrem Sieg.
soll heißen, Fidel einnehmen und wahrscheinlich auch gleich zerstören. Das war jetzt erstmal der Gegenangriff. Ah, Fidel steht noch. Moment, es wurde erobert. Ach so. Ja, wie ging das jetzt? Muss das gar nicht ganz runter dann in der Kampfstärke? Wie dem auch sei. Fidel ist erobert, es ist wieder weg. Also werden wir da, sollte das... Ja, wir bauen da sowieso nichts mehr hin. Okay. Was ist jetzt hier? Ja, okay, das wissen wir ja. Die Vereinbarung ist beendet. Ja, okay, dann müssen wir da neue Vereinbarungen machen. Ja, Fidel ist weg. Ich denke an was anderes, da muss ich mich nicht ärgern. Handels... Und hier, nicht so schnell. Dann machen wir... Ah ja, das da. Likör kriegt 8. Das ist nicht schlecht. Prosperité. Ja gut, Likör, ne? Haben wir da unten vielleicht irgendwas, was noch lukrativer wäre? Wir könnten eine Wissenschaft gebrauchen. 7 Energie... Ah nee, Moment. Doch, Likör, hier. Und 4 Wissenschaft. Das wäre auch nicht verkehrt. Wissenschaft brauchen wir ja, aber andererseits will... Das dauert sowieso noch eine ganze Weile, bis wir diese Dinge da erobern. Was ist das jetzt, ey? Na, egal. Dann wäre es nicht verkehrt, uns nochmal vorher um diese Städte zu kümmern. Likör erhält, Prosperité erhält eine Produktion, ja. Also von der Menge her ist es gleich. Das sind 8. Ah, nee, Moment, und das sind ja 10. Dann machen wir das hier. Ja. Okay, eine weitere Einheit benötigt Befehle. Da unten. Aha, okay. Nee. Ja, mit so einer Einheit angreifen macht keinen Sinn. Och, schicken wir ihn einfach mal dahin. Sollen sie immer ein bisschen rumeiern. Noch eine Einheit? Aha, noch ein. Handelskonvoi. Das könnten wir da machen. Ja, aber jetzt sehe ich doch mal. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt. Dass da Anitza erhält. Oh ja, das ist ja nicht verkehrt hier. Und da aber weniger. Dann machen wir mal das hier. Ja. Ach, was diese roten Dinger waren, weiß ich jetzt auch. Das sind die Felder, durch die der Handelsweg nicht durchfahren kann. Da geht ja immer diese Linie da. Die schlängelt sich da so durch. Und das geht eben nur hier weiter. Immer an Felder. Hier, da zum Beispiel. Hier, das wird einfach so umfahren. Da weiter, weiter, weiter. Bis dahin. Okay, gut. Also wieder hoch hier. Was machen die jetzt mit Fidel? Wollen die das behalten oder ausplündern? Müssen wir ein bisschen beobachten. Wie sieht es jetzt gerade aus hier mit, das dauert noch 7, das dauert noch 3, das dauert noch 2, das 14 und das dauert überhaupt noch. Jetzt ist da unten schon wieder so einer. Und was ist mit dem hier? Ausruhen. Nichts tun, Bereitschaft. Zug muss, die Einheit muss doch irgendwie heilen. Automatischer Kunden will ich auch nicht, ne? Nö, dann schieben wir die Einheit weiter rum. Ausruhen. So lange inaktiv bleiben, bis sie neue Befehle erteilen. Ja, aber wie? Ja, okay. Ach so, die Rundenberechnung ist schon durch. Oder nee, die war gar nicht. Wo schicken wir den jetzt mal hin? Ja, doch, einfach mal so weiter nach rechts. Wie weit kann er denn? So, okay, dann bis dahin. Jetzt sind da wieder 2. Und die greifen uns an. Okay, können wir die Einheit auch abschreiben. Nächste Runde. Beim nächsten Spiel werde ich auf jeden Fall eine Schwierigkeitsstufe leichter machen. Das habe ich schon beschlossen. Es ist ja nur noch für den... Also, ich bin immer noch Anfänger in diesem Spiel. Mittlerweile habe ich zwar schon Erfahrung, aber... ne. Das ist mir zu schwierig. Offensichtlich, ja, ihr seht es ja. Ich kriege ein bisschen was hin, aber an Sieg, so wie es vom Spiel vorgesehen ist, ist da einfach absolut nicht zu denken. So, jetzt sind wir den, naja, leider auch los.
Prosperité kann einen Gegner angreifen. Ach, stehen die etwa auch da? Da unten, ja gut, dann greift ihn mal an. Na, denen wurde ordentlich was mitgegeben. Ach so, Fidel haben sie jetzt ja eingenommen und... Ah, aber sie scheinen es wohl auszuhungern oder so. Wie dem auch sei, jetzt stehen sie da. Welche Einheit benötigt Befehle? Ach, da unten, genau. Joa, geh mal dahin. So, aber das kennen wir ja schon alles. Das ist das Titan. Ja. Okay, nächste Runde. Wie sieht's aus mit Transgenetik? Noch 9 Runden. Ja, das zieht sich eben hin, weil die Runden jetzt so lange dauern, auch die Berechnung. Und wir haben jetzt ja leider wieder eine Stadt weniger, die ja auch ordentlich oder zumindest einiges an Wissenschaft geliefert hat. Und diese Verträge sind zu Ende, genau. Deswegen kriegen wir jetzt auch weniger Wissenschaft. Versuchen wir das doch gleich mal. Irgendwo kann ich produzieren. Oh, hier. Angreifen. Dann gleich mal auf die hier. Okay, und da oben auch nochmal. Nö, die haben sich zurückgezogen hier, genau. Also eine Produktion mal. In Anitza. Was machen wir denn hier? Handelskonvoi. Nee, ich bin eher dafür. Ja, genau, hier. Da für die Kommandozentrale. In 9 Runden ist es soweit. Genau, machen wir die. Was der kann nochmal? Soll er mal dahin gehen? Okay, jetzt wollte ich nochmal hier ein Abkommen erreichen. Von einem Handel. So, ich hätte gerne Wissenschaft. Proceed. Biete offene Grenzen. Ah, ne, haben wir bereits. 26 Energie pro Runde, das ist aber ganz schön viel. Offene Grenzen, andere Spiele, Städte, Allianz, was denn wohnen? Ach, hier, da ist es ja. Strategische Ressourcen. Schwebstein. Okay, schlagen wir das mal vor. No, er wird ablehnen, yeah. Genau. Wie können wir den Handel einstellen? No village so. Was ever ruined by trade. Ja. Nehmen wir an. Indeed, Ilmo. Okay, das war's. Der war gut. Und da die Panasia, aber die Inder. Nee, wie heißen die? Namaste. Vom Kavitanischen Projektorat. Okay. Handel. What would you have? Das hier und das und Erdöl. So. Vorschlagen. Hame aisa nahi lagta. Ja, was denn? Auch sowas. Okay. Nehmen wir an. Auf Wiedersehen. Und jetzt versuchen wir das mal bei der Panasien-Kooperative. Ist es das hier? Ach so, nee, das ist eine Station. War das da? Nee. Da? Freeland? Nee, das auch nicht da oben? Nee, wo sind die denn? Hallo? Wo ist Panasien? Da unten? Nee, das sind die Brasilianer. Moment, das ist das doch hier. Na also. Ni hao. Handel. Wir wollen Wissenschaft haben. Und. Offene Grenzen haben wir bereits hier. Bieten wir mal. Ja, doch auch Erdöl. Ah, und Schwebstein auch noch. Okay, machen wir. Dangran. Gut, auf Wiedersehen. Dann kriegen wir jetzt wieder mehr Wissenschaft. Und jetzt können wir die Transgenetik in 7 Runden fertig. Naja, gut, wir hangeln uns so weiter von Runde zu Runde. Ja, wir müssen aber noch viele Runden durchstehen. Ja, Fidel, also er holt sich hier wieder, aber die Anzahl der Einwohner wird weniger. Also ich verstehe auch nicht, warum sie dann die Stadt nicht behalten. Ach hier, was haben wir denn da? Die Stadt wird in 4 Runden vernichtet. Und das da? Über die Stadt wurde das Kriegsrecht verhängt. Die Stadt ist weniger effektiv, bis Ordnung wiederhergestellt ist. Noch 10 Runden. Ja gut, aber die Stadt gehört uns nicht mehr. Das ist ja das Problem.
Aber vielleicht könnten wir das rückgängig machen, indem wir da einen Agenten hinschicken oder sowas. Ja, mache ich jetzt aber nicht. Außerdem weiß ich gar nicht, ob es geht. So, was haben wir jetzt da? Der hat doch jetzt hier Ebene, Hügelfluss. Nee, der ist da nur hingefahren. Aber der sollte doch eine Mine dahin bauen, oder? Deswegen ist er doch dahin gefahren. Hm, da ist ein Bürger zugange. Ja, dann bauen wir eine Mine jetzt endlich dahin. So. Oder musste da erst der Wald weg oder so? Ich weiß es nicht. Nächste Runde. Da wird gleich was fertig. Was ist das hier? Kommandozentrale, okay. Und die wird auch hier gebaut gerade. Ob die Amerikaner wohl bis hier hochkommen, weiß ich nicht. Also wenn sie das tun, dann breche ich ab. Dann habe ich echt keine Lust mehr. Aber noch ist es nicht so weit. Und wir wissen nicht, ob sie es überhaupt tun. Gran Exito ist gewachsen. Ja, ach so, das hier. Okay. Okay, wir können da angreifen. Ah, da unten. Nee, wir kriegen sie nicht ganz platt. Okay, also, eine Produktion da oben in Likör, genau. Ah, ein Institut. Ja, weil wir ja, doch, das machen wir, weil wir ja, ach so, Spezialistenplätze. Ja, okay. Soma-Destille. Plus zwei, ja, okay, das brauchen wir nicht. Ingenieur, Händler, nö, brauchen wir nicht. Aber lieber das mit den Wissenschaftlern, okay. So, Questentscheidung, was ist das nochmal? Das hatten wir schon. Hat nur drei Bürger. Okay, wo steht der dritte jetzt? Mhm, da unten. Ja, also wenn der Bautrupp da die Mine fertig hat, in einer Runde, okay, dann soll hier das Miasma entfernt werden. Und jetzt machen wir aber erstmal die Questentscheidung. So, unsere neue Kommandozentrale ist jetzt einsatzbereit. Wir müssen nur noch entscheiden, wer sie leiten soll. Es gibt zwei Kandidaten. Einen Experten im Belagerungskrieg und einen ehemaligen Spionagemeister unseres Geheimdienstes. Beide Kandidaten haben tadellose Referenzen und zahllose Empfehlungen. So, den Belagerungskommandanten einstellen, gibt plus 15 Stadtstärke durch Kommandozentralen. Oder den Spionagemeister einstellen, ein plus 1 Germagent durch Kommandozentralen. Nö, ich will das hier machen. So. Es ist jetzt nur in Likör. Oder überall. Ja, weiß ich nicht. Okay, eine Einheit benötigt Befehle. Ah, der da unten. Ich glaube, die Viecher können auch aufs Land hin angreifen. Dann mal dahin. Kannst du noch irgendwo hin? Nee. Dann gehen wir in die nächste Runde. Moment, da ist noch eine Einheit. Hier, ah ja, okay. Der ist, oder war das jetzt schon Teil der nächsten Runde? Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Also geh mal dahin. Und mach das mir erstmal weg. Aber das geht erst in der nächsten Runde. Na gut. So, Fidel. Ja, die werden es vernichten. Die hungern das aus. Aber sonst hat sich da oben jetzt auch keiner mehr blicken lassen. Doch, die, ja, die stehen noch da, aber die greifen nicht an. Okay, ist sonst irgendwas? Nee, nächste Runde dann. Ja, die Slaven treiben sich herum. Was ist das überhaupt? Ein Viper? Das ist eine Militäreinheit. So, da ist wieder ein Eindringling irgendwo. Hm, geht noch nicht. Die Rundenberechnung dauert noch an. So, wo ist er denn? Das, da, einer von diesen beiden. Der ist schon etwas angeschlagen. Dann gehen wir auf den. Aha, da ging was zu Ende. Ja, dann muss es immer erneuert werden. Handelseinheit zerstört. Ja, klar. Na, von wem sonst?
Okay, der ist jetzt da, genau. Soll er mal das Miasma entfernen? Jetzt könnten wir es nochmal versuchen mit einem Friedensvertrag. Der braucht Befehle. Und dann gehen wir da hin. Können wir den Erkunder sonst noch irgendwo hinschicken? Vielleicht hier irgendwie durch, aber das ist doch. Bringt auch nichts. So, versuchen wir es nochmal mit einem Friedensvertrag. Achso, dann muss ich ja da draufklicken. I haven't got all day. Was haben wir anzubieten? Nein, Moment, zurück. Ich will. Put it in writing. Friedensvertrag. Put it okay. In writing. Achso, Friedensvertrag. Für 10 Runden. Ja, okay, da steht's ja. Vorschlagen. Are you kidding? Ja. Friedensvertrag. Die wollen Prosperité und Gran Exito. Ja, da frage ich das gleiche zurück. Nee, also ablehnen. Auf Wiedersehen. Prosperité ist da oben. Und Gran Exito ist da. Okay. Nee, so nicht. Also gut, weiter. Nächste Runde. Also für das nächste Spiel gleich von Anfang an die Amerikaner fertig machen oder sie selbst spielen, aber nee, da habe ich keine Lust drauf. Was denn? Oder ein neues Spiel anfangen. Dies könnte hilfreich sein. Affinitätsfortschritt. Achso, ja, das interessiert uns aber nicht so. Ja, ist ja gut. Untätige Geheim. Okay. Ach, hat der was erobert? Was denn? Wie denn? Wo denn? Ja, dann eben nicht. Wo ist er jetzt hier? Eindringling, war das schon? Aha, nee. Ach, da oben. Genau, okay, dann gehen wir auf den hier. Das war da. Unser Agent hat die Technologie Gewebezüchtung gestohlen und blieb unentdeckt. Ah, Gewebezüchtung. Sehen wir uns das mal an, wo das ist. Ich suche am besten gleich. Hier. Gewebezüchtung. Ach da. Hier. Da haben wir es. Ja, gut. Schön, dass wir es haben, aber plus 10 Heilung für alle Einheiten. Ja, auch gut. Okay. Brauchen wir jetzt aber nicht so dringend. Ach, Moment. Ich muss ja den Dings hier wieder zuweisen. Warum kann ich jetzt da nichts sehen? Ja, vielleicht geht das eben nicht, weil ich den noch irgendwie rumschicken muss. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Ja, ne? Dann gehe ich mal ein bisschen nach da oben hin. So, jetzt vielleicht? Nee. Warum geht das nicht? Vielleicht in der nächsten Runde. Ansonsten, ja, kann ich auch nichts machen. Eine Einheit benötigt Befehle. Welche denn? Ah, der hat... Moment mal, du sollst doch das Miasma wegmachen. Also, ich verstehe das nicht. Mach endlich das Miasma weg. Dafür bist du doch da. In 2 Runden ist das soweit. Okay, dann bleib auch dabei. Und wir müssen wieder warten. So, hier, Fidel ist weg. Und weiter warten. Was machen die da oben jetzt hier? Die fahren immer mehr Einheiten auf. Für den Friedensvertrag wollen sie 2 Städte. Prosperité und hier Gran Exito. Nee, lieber gehe ich zugrunde, als dass ich denen das gebe. So, diese Einheit ist weg. Ach ja, der ja wieder. Dann schicken wir ihn mal dahin. Und welche Einheit noch? Ah, der Bautrupp. Okay. Aber da können wir jetzt noch nichts machen. Da unten auch nicht. Ah, da können wir was machen. Okay, dann geh doch mal dahin. Das bietet sich hier an. Und nächste Runde.
Ich guck mal nach der Transgenetik. Noch 3 Runden. Mhm. Und dann bin ich ja gespannt, ob sich das dann auswirkt da auf dem, auf diese Übersicht da. Und da kümmere ich mich auch gleich nochmal drum. Auf dieser Siegfortschritt-Übersicht. Ich müsste ja eigentlich. Und ich sehe gerade, wir haben das Zeitlimit schon wieder erreicht. Oh, ja. Also komm jetzt hier, mach doch. Nee, Moment, ist er schon fertig berechnet? Ein bisschen noch. Warum ist das jetzt wieder so? Mach dieses Miasma weg. Wahrscheinlich, weil da diese feindliche Einheit war und die stört immer. So, nächste Runde. Prägok-Projekt von Hutama vollendet. Aha. Ja, wir wollen uns das gleich mal ansehen. Ey, Moment mal, da oben haben sie verwüstet. Bei Prosperité. Aha. So, Moment hier. Eindrängling, ja. Ah, ne, kann ich gar nicht, weil noch berechnet wird. Das ist jetzt der hier. Warum konnten die das alles platt machen? Hier, da, diese Einheiten. Ach so, und jetzt kann ich erst schießen. Die sind alle noch ganz frisch. Dann nehmen wir erstmal den hier. Ah ne, der steht außerhalb. Ich kann nur auf den. Deswegen konnte ich auch nicht auf die schießen. Okay, Produktion. Ne, jetzt will ich erstmal mal da noch gucken. Nö, ich weiß nicht wieso, aber da geht gerade nichts. Naja, ist auch doof. Aber wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Wo ist das jetzt? In Prosperité, okay. Versuchen wir doch mal die Kommandozentrale und die könnten wir vielleicht sogar kaufen. Ich glaube, es ist ohnehin die Amerikaner, also wenn die jetzt auch noch Prosperité nehmen, dann kann ich sowieso aufhören, weil es keinen Sinn mehr macht. Versuche ich mal. Wo ist das jetzt nochmal? Hier, da. Die zu kaufen. Aber. Ja, mit 482 kann man nicht viel machen. Was wollte ich denn da überhaupt? Kommandozentrale, das ist hier. 940, ja, das haut nicht hin, das reicht nicht. Überwachungsnetz auch, die Verteidigungsring geht auch nicht. Nix geht da. Ja, dann müssen wir eben. Aber vielleicht könnten wir dann was anderes produzieren, denn das dauert hier 19 Runden. Und der Verteidigungsring nur 9. So, das ist doch besser. Der Verteidigungsring nur 9 Runden und Überwachungsschutz 14. Ja, okay. Kommando 19, ja. Dann lassen wir das so. Aber kaufen können wir das ja auch nicht. Da haben wir ja gerade nachgesehen. Verteidigungsring. Nochmal eben zur Sicherheit. Verteidigungsring 540. Ja, so viel haben wir nicht. Okay, raus hier. Zurück. So. Einheit benötigt Befehl. Achso, ich wollte ja Schluss machen, genau. Der hat jetzt endlich das Miasma weg. Ja, gut, immerhin. Er hat 3 ein und der arbeitet auch da. Okay. Na gut, dann werden wir sehen in der nächsten Aufnahme, was daraus wird, wo wir den hinschicken. Und der hier, der fängt dann auch an zu bauen, genau. Und ja, und dann mal sehen, was da aus Prosperität wird. Vielleicht nehmen die das auch noch ein. Wir werden es in der nächsten Runde sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und ja, ich hoffe wieder mal, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann. Tschüss.